Der Stream beginnt jetzt. Mein allererstes Mal live hier auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Robin von Robin Healing Earth. Die meisten kennen mich wahrscheinlich schon, die wo hier jetzt dann gleich mit dazukommen werden. Ich fange das ganze Video einfach schon mal an, weil ich danach wahrscheinlich dann auch uploaden werde. Mal gucken, was ich hier alles reden will, weil ich kann ja hier jetzt nichts schneiden. Das heißt, ja, viel Real Talk auf jeden Fall. Das heißt, der gibt schon eine große Chance, dass ich das danach nicht veröffentlichen werde, weil wir wissen ja, der YouTube-Algorithmus, der weiß alles, was wir reden und was ich rede, und gewisse Sachen darf ich nicht sagen. Da sperrt YouTube meinen Account oder minimiert die Zuschauer-Views. Das nennt man auch Shadowban, wird in Instagram ganz viel durchgeführt. Und ja, das ganze Video wird jetzt aufgegliedert, der ganze Livestream in, ich würde mal sagen, 4 Punkte. Ich habe mir schöne Notizen gemacht. Ich will mich erstmal vorstellen, wer ich bin, mein ganzer Werdegang, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass ich jetzt hier dieses Leben ohne Geld oder das Selbstversorgerleben anstrebe. Dann, genau, der Grund, warum ich überhaupt off-grid lebe. Dann will ich auf das Thema Geld eingehen, meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin viel um die Welt gereist. Ich war in vielen ganz, 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 ganz armen Ländern, also Länder, die ohne Geld und ohne Wirtschaft leben. Darauf möchte ich ein bisschen eingehen. Und auch, ja, das Thema Gesetze, illegal versus legal. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich nicht weiß, ob ich es uploaden werde. Ich werde hier einige Wahrheiten erzählen. Ich lebe nicht ganz legal und ja, ich habe eine kleine Philosophie in meinem Leben. Ich stehe zu allem, was ich mache, und ja, eigentlich will ich wirklich hier komplett ehrlich einfach alles raushauen, wie illegal ich lebe. Aber da mache ich mich angreifbar. Wir wissen, einige Zuschauer, ist wahrscheinlich eine sehr geringe Prozentzahl, aber die können ziemlich fies und gemein sein. Das heißt, ja, können zur Polizei gehen, können zum Finanzamt gehen, können mich anzeigen und so weiter. Deswegen muss ich da wirklich gucken, wie ich das alles mache. Aber jeder, der jetzt live zuschaut, bekommt tiefe, tiefe Einblicke. Und ja, ihr könnt gerne in die Kommentare irgendwie was reinschreiben, mich Sachen fragen, irgendwelche Kommentare dazu geben. Ich werde dann, sobald ich es lese, darauf eingehen. Also vor allem die Leute, die ich nicht kenne, und auch die Leute, die ich kenne, ich erkenne an euren Namen meistens nicht, ob ich euch kenne oder nicht. Aber ja, erstmal herzlich willkommen. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mit dem ersten Punkt an. Wer bin ich überhaupt? Also ich bin ja jetzt kurz davor, meine ersten 1000 Follower zu erreichen. Und ich denke, da ist es ganz hilfreich, mal richtig mich vorzustellen. Also ich habe schon einige Videos dazu gemacht, aber das war vor über einem Jahr. Das hat wahrscheinlich kaum jemand angeschaut. Ich glaube, das hat 200 Views oder sowas. Meine aktuellen Videos haben alle so 2000 bis 4000. Und ja, mein Name ist Robin. Ich komme aus Deutschland, wie ihr wahrscheinlich an meinem guten Deutsch erkennt, aus Karlsruhe, aus dem Südwesten, die schöne, warme Region, und habe dort auch mein Leben, meine Kindheit verbracht, bis ich 23 war und das erste Mal ausgewandert bin, habe ich eigentlich die ganze Zeit in Karlsruhe gelebt. Ich habe zwischenzeitlich in Freiburg gearbeitet für einen großen, großen, großen Konzern. Und ja, mein ganzer Werdegang beginnt in meiner Kindheit, so wie bei den allen. Ich komme aus einer mittelständigen Familie. Das heißt, ja, ich würde mal sagen, einer niedrigeren mittelständigen Familie. Ich war nie irgendwie reich oder hatte viel Geld und komme auch aus einer bisschen problematischen Familie. Falls jetzt irgendeiner meiner Geschwister zuschaut, ich habe 5 Geschwister. Ich bin der jüngste von 6 Kindern. Das ist, glaube ich, auch eine ziemlich entscheidende Sache für meinen Charakter. Ich war ziemlich früh nicht auf mich alleine gestellt, aber ja, schon ziemlich selbstständig. Ich habe mit 15 Jahren schon meine Ausbildung angefangen. Und das heißt, ich habe mit 15 Jahren schon selber Geld verdient und dementsprechend dann auch kein Taschengeld mehr bekommen und so weiter und meine Finanzen selber die Verantwortung drüber gehabt. Und ich glaube, das war auch ein guter Punkt, dass ich früh reif geworden bin. Also ich glaube wirklich, ich war mit 16, 17 schon so reif wie andere mit 30. Hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass ich mit meinen älteren Brüdern viel war und deren ihre Freunde waren ja natürlich alle 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre älter wie ich. Und ja, genau, da habe ich mit 15 die Ausbildung begonnen bei einem sehr großen Konzern, habe dort dann auch 10 Jahre lang gearbeitet. Die ging 2,5 Jahre. Und am Ende der Ausbildung wurde bei mir Diabetes diagnostiziert. Ich bin Diabetiker Typ 1.
Das heißt, ich muss mir Insulin spritzen, bis heute noch. Und das war damals schon ein großes Mysterium für mich, weil, ja, ich sag mal, seitdem ich 14, 15 bin, habe ich so angefangen mit dem Fitness-Hype ein bisschen. Ich dachte, ich hätte mich gesund ernährt, aber was über gesunde Ernährung im System oder in der Gesellschaft erläutert wird, das, ja, kann ich heute nur drüber lachen, sage ich mal. Also, ja, damals dachte ich, Brot essen ist sehr gesund, rohe Eier habe ich getrunken und solche Sachen. So Arnold Schwarzenegger damals, ja, so wie die sich das Fleisch da reingehauen haben und so weiter. Und ja, überraschenderweise mit 17 dann, an meinem 18., einen Tag vor meinem 18. Geburtstag, habe ich den Anruf von meinem Arzt bekommen mit den Ergebnissen von der Blutuntersuchung, dass ich Diabetiker Typ 1 bin. Und das hat natürlich mein Leben komplett geändert. Ihr seht hier mein Tattoo. Ich hatte mir hier ursprünglich mal Diabetes tätowiert, weil ich sehe das echt als was Gutes, was mir passiert ist. Weil ich würde fast sagen, dass diese Krankheit mich eigentlich gesund gemacht hat. Weil damals bin ich dann wirklich Richtung alternative Medizin gegangen, weil ich konnte es mir nicht erklären. Und die Wissenschaft hat auch keine Antwort darauf, wie Diabetes Typ 1 überhaupt entsteht. Also bei Typ 2 weiß man, das kommt, nennt man ja auch Altersdiabetes, das kommt ja durchs Alter, durch schlechte Ernährung, eine überlastete Leber. Und da kann man sehr viel mit Ernährung machen, aber Typ 1 ist eine Schwerbehinderung. Ich bin auch 50% schwerbehindert. Ich habe einen Schwerbehindertenausweis, was richtig geil ist, weil an für sich, ich bin arbeitsbereit, ich kann Arbeit leisten wie noch was. Und gerade große Konzerne, die kriegen Provision, wenn die, ich meine, 5% Schwerbehinderte einstellen, kriegen die viel Geld. Und da werde ich auch Anruf von Daimler nie vergessen. Ich habe mich bei Daimler beworben, bei mehreren Stellen und habe nur Absagen bekommen, bis ich dann plötzlich einen Anruf bekommen habe. So, ja, hallo Robin, Sie sind schwerbehindert? Und ich so, ja, dann würden wir Sie gerne zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Und ich wurde nur eingeladen, weil ich schwerbehindert bin. Und da hat es bei mir angefangen, das ganze Thema ein bisschen positiver zu sehen, aber die Ausbildung, die ich gemacht habe, durfte ich nicht weiter fortführen. Ja, weil der Konzern hat Richtlinien, dass Diabetiker zum Beispiel keine Nachtschichten machen sollen, weil es besonders ungesund ist für den Körper. Und ja, dann war ich erstmal lost, mehr oder weniger. Ich war 19, ich wurde dann zur Zeitarbeit GmbH übertragen und hatte dann erstmal einen Job, das nennt sich Parametrierer. Also die ganzen Sendemasten kann man bei Vodafone, O2, überall war mein Job, Funklöcher herauszufiltern und auch die Frequenzen. Und ja, da habe ich auch schon einige Tricks der 5G-Parametrierer gesehen. Also die verstecken Sendemasten in Kirchtürmen ganz oft. Das ist ziemlich häufig. Ich erinnere mich an einen Auftrag, den ich hatte. Da war ein Sendemast direkt an einem Kindergarten und der Kindergarten hat gemeint, dass die Kinder irgendwie krank werden. Und wir mussten dann diesen Sendemast bestimmte Anzahl an Kilometer von diesem Kindergarten entfernt neu aufbauen. Und ja, was viele dieser großen Konzerne machen, ist das wirklich in Kirchtürmen verstecken, dass die Leute nicht wissen, dass sie bestrahlt werden und so weiter. Und ja, auch im Studium später, ich habe ja Elektrotechnik studiert, ist ganz, ganz interessant zu sehen, wie so ein Elektrotechniker, der an so einem Funkmasten arbeitet, wie in einer Mikrowelle gekocht wird. Also diese ganzen Frequenzen, was da ausstoßen, würde ich behaupten, im Umkreis von 1 Kilometer, 2 Kilometer sind tatsächlich gesundheitsschädigend. Aber ich bin da jetzt nicht so, dass ich denke, dass das Internet und 5G und so weiter jetzt was Schlimmes ist. Also ich denke, die Vorteile übertreffen die Nachteile. Und ja, genau, dann habe ich in dieser Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Ich musste auf den Lehrgang warten und durfte ein halbes Jahr lang nicht arbeiten. Ich war im Büro, ich war verpflichtet, meine 39 Stunden zu durchführen, aber ich durfte nicht arbeiten. Das heißt, ich saß dann wirklich im Büro und hatte nichts zu tun. Und das ist eines der schlimmsten Sachen. Ich weiß nicht, wie viele hier aus der Bürowelt kommen. Also ich habe viel lieber einen stressigen Arbeitstag wie einen, wo du gar nichts zu tun hast. Und dementsprechend hatte ich dann ganz, ganz viel Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich habe oft YouTube-Videos angeschaut von irgendwelchen Reisevideos und ja, kam dann auf die Idee, eine Solo-Backpacker-Reise zu machen. Und habe dann auch mit 19 Jahren meine erste Solo-Backpacking-Reise gemacht und habe da in diesem halben Jahr, wo ich nichts zu tun hatte, auch viel über die Zukunft nachgedacht.
Ich war so ein richtiger Grüner, würde ich mal sagen. Ich wollte die Welt retten vor der Klimaerwärmung. Ich hatte wirklich, wirklich einen tiefen Drang, erneuerbare Energien zu fördern und so weiter. Und habe mich immer gefragt, wieso ist der Mensch so blöd und zerstört die Welt? Jetzt denke ich, dass es totaler Schwachsinn ist. Wir Menschen, wir haben nahezu keinen Einfluss auf die Natur. Also gerade aufs Klima, wir haben keinen Einfluss aufs Klima. Darauf kommen wir später im Live noch zu sprechen, was ich im Studium Energie- und Umwelttechnik alles genau gelernt habe. Und wieso ich auch hier in Portugal bin, weil das hat einen richtig, richtig großen Einfluss. Und auch das Thema mit dem Geld. Weil meine Backpacking-Reise damals, die ging als allererstes nach Laos. Also ein, ja, damals noch sehr, sehr unbekanntes Land. Jetzt ist ja so Thailand, Indonesien ist ja Backpacker-Hochburg. Und dann war ich in, ich war in Laos, ich war in Kambodscha, Thailand, Indien. Genau, das waren die vier Länder. Und mir war das dort schon wichtig, die Armut kennenzulernen. Das habe ich dann mit in meiner Reise geplant, so typisch deutsch, wie ich bin. Also ich bin wirklich sehr typisch deutsch, würde ich behaupten. Habe ich meine komplette Reise fast auf die Stunde genau. Also diese 3 Monate war ich unterwegs, fast stundengenau geplant. Und bin dann auch in Kambodscha in verschiedene Slums gefahren und habe dort mal das erste Mal wirklich Armut kennengelernt. Und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Kann man mit Europa, also ich glaube, in Europa gibt es keinen Ort, der irgendwie ansatzweise so ist wie in Kambodscha, wo wirklich verstümmelte Leute mit einem Arm auf Rollern, die schlafen auf Motorrädern. Das wusste ich gar nicht, dass das der Mensch kann, dass man auf so einer kleinen Sitzfläche überhaupt schlafen kann. Und ja, meine Reise ging dann weiter nach Indien und dort war auch meine erste lebensprägende Erfahrung, würde ich sagen. Ich hatte eine Kreditkarte, meine Notfallkreditkarte, dort hatte ich die Möglichkeit, 1.000 Euro Kredit zu nehmen, also mich zu verschulden, und hatte aber noch meine normale Hausbankkarte, wo ich mein Erspartes drauf hatte. Und die habe ich leider verloren. Und ja, dann hatte ich diese 1.000 Euro Kreditkarte benutzt. Und das Problem war, ich konnte mein Dispo-Limit nicht sehen. Ich konnte es nicht online einsehen. Das heißt, ich musste mehr oder weniger nach Bauchgefühl gehen, wie viel Geld ich noch übrig hatte. Dann bin ich nach Indien geflogen, habe mir ein Taxi geholt, beziehungsweise habe in Indien meine Zeit verbracht und wollte dann nach Hause fahren und habe dann ein Taxi geholt von, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber nach Mumbai. Und ja, das war eine 1,5 Stunden Fahrt. In Indien sind die Taxifahrer eigentlich extrem billig. Da kannst du für 10 Euro den ganzen Tag fahren. Aber ja, ich wurde leider abgezockt. Also der Taxifahrer hat mich dann zu einem Bankautomaten gefahren. Ich wollte Geld abheben und dann kam die erschreckende Nachricht, ich habe kein Geld mehr. Und zu der Zeit war es in Deutschland irgendwie 4 Uhr nachts oder sowas. Das heißt, ich konnte auch niemanden kontaktieren, um mir irgendwie Geld zu leihen. Und ja, dann hatte ich den Taxifahrer, den ich bezahlen sollte und ich konnte, der hat dann meinen Rucksack als Pfand einkassiert. Das heißt, ich konnte nicht weiterreisen. Und ich hatte noch einen ganzen Tag, 24 Stunden, die ich in Indien verbringen musste. Und hatte, wie gesagt, auch kein Geld für ein Hotel oder irgendwas. Und ich war so fertig mit den Nerven. Ich bin irgendwie 12, 13 Stunden insgesamt gereist. Und als ich dann pleite war, hat der Taxifahrer mir dann die Möglichkeit gegeben, zur Western Union Bank zu gehen und so weiter. Aber wie kontaktierst du deine Familie ohne Geld? Ich war wirklich da, ich konnte nicht zur Telefonzelle gehen, meine Familie anrufen. Ich hatte kein Guthaben, ich hatte keinen Akku in meinem Handy. Und habe dann gewartet, bis in Deutschland 8, 9 Uhr ist. Das heißt, ich musste 3, 4 Stunden lang einfach auf der Straße verbringen und war dann auch wirklich frustriert. Ich hatte nichts zu trinken und dann wurde ich von Obdachlosen angesprochen in Indien und habe mit denen geredet. Die konnten alle Englisch und habe denen gesagt, ich habe kein Essen, kein Trinken, gar nichts. Ich kann meine Familie nicht anrufen. Da gab es da so einen Trommelverkäufer, der hat mich dann so krass supportet und er wollte einfach nichts von mir. Das fand ich so erstaunlich, wie viel der mir geholfen hat. Der hat mir 1 Dollar gegeben, obwohl er kein Geld hat, damit ich meine Mutter anrufen kann. Und das habe ich dann auch geschafft. Und ja, genau, das war das erste Mal, wo ich dann wirklich 3, 4 oder insgesamt war das mit den Obdachlosen so 1 bis 2 Stunden, saß ich auf der Straße und habe deren ihr Leben miterlebt, sage ich mal. Aber das ist jetzt keine große, große Erfahrung, aber das war so mein erstes Mal, wo so ein kleiner Schalter in meinem Kopf umgelegt ist.
was Geld mit einem verursacht. Also gerade so Liebe und Großzügigkeit und sowas, würde ich behaupten, werden sehr negativ beeinflusst von Geld. Und ja, habe es dann auf jeden Fall geschafft, wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Der Taxifahrer hat übrigens von mir dann 100 Euro verlangt. Ich habe von meiner Familie, ich glaube, 200 Euro überwiesen bekommen. Und er wollte mir mein Backpack nicht zurückgeben für 100 oder 120 Euro. Also das war extrem schlimm. Da hatte ich gerade wieder Geld und da hatte ich noch 80 Euro, um damit dann wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Das hat dann gelangt, auf jeden Fall. Ich war dann unterwegs noch im großen Ghetto von Indien, bekannt durch den Film Slumdog Millionaires. Sind wir einmal durchgefahren. Also da leben die Leute wirklich ohne Fenstertüren, eingebrochene Häuser und so weiter. Und ja, das erste Mal, dass ich in einem Ghetto war. Und genau, dann bin ich zurück nach Deutschland, hatte nach wie vor das Ziel, die Welt zu retten vor dem schrecklichen Klimawandel. Die Welt geht unter und ja, die ganzen Schreckensszenarien. Und habe dann mein Fachabi nachgeholt mit 19 Jahren. Und damit ich Elektrotechnik studieren kann, Energie- und Umwelttechnik. Und genau, dann hatte ich meinen Job bei der Zeitarbeitsfirma, habe mich beurlauben lassen für ein ganzes Jahr. Und bin direkt vor dem Studium zu meiner nächsten Solo-Backpacking-Reise nach Zentralamerika gereist. Und auch dort wieder das Ziel, ich möchte Armut kennenlernen, ich möchte wissen, ich möchte armen Leuten helfen. Ich war in der Dominikanischen Republik, Kuba, Haiti, Honduras und Nicaragua und Costa Rica. Genau, und Panama. Genau, das war eine ziemlich längere Reise und dadurch, dass ich gearbeitet habe, hatte ich auch gutes Geld und ja, auch dort, wie gesagt, das Ziel, die Armut kennenzulernen, deswegen bin ich nach Haiti gegangen. Meine Familie hat mich gewarnt, Achtung Robin, die essen dort Menschen und das ganze Zeug, was in den Nachrichten da über Haiti ist, ja ein afrikanisches Land. Übrigens das erste Land in der Geschichte, wo die Sklaven es geschafft haben, den König zu überwältigen und sich zu befreien. Deswegen ist Haiti ist ja auf einer Insel mit der Dominikanischen Republik und zwei komplett gegenteilige Kulturen. Also das ist wirklich bemerkenswert. Und ja, ich hatte dann auch wirklich tatsächlich ein bisschen Angst, nach Haiti zu gehen. Das erste Mal in einem Land, wo wirklich nur Dunkelhäutige leben und viele, viele schlimme und falsche Nachrichten in den Medien übermittelt werden. Und was hat mich erwartet? Von Anfang an die größte Herzlichkeit, die ich noch nie erlebt habe in meinem ganzen Leben, bis heute nicht, habe ich so viel Herzlichkeit erlebt. Ich bin dort durch die Straßen gelaufen und das ist tatsächlich so, als Hellhäutiger und gerade als blonder Deutscher bist du wie so eine Lampe, die auffällt. Und mich haben die Kinder wirklich angestarrt wie so ein Alien und die kamen teilweise, wollten meine Haut anfassen. Die haben wahrscheinlich mich als das erste Mal einen hellhäutigen Mensch gesehen. Und fast jeder wollte mich zum Essen einladen. Und das fand ich so krass. Also wirklich, die sehen mich auf der Straße und ja, und dann habe ich mich auch einladen lassen. Ich weiß noch, Charlie war sein Name, der war in meinem Alter damals, 21 Jahre. Und die haben mich dann verwöhnt. Die haben dann extra nur für mich ein lebendes Huhn gekauft. Das war für mich schon ein bisschen erschreckend. Und haben das extra lebend gelassen, einfach nur die zusammengeschnürt, also total die Tierquälerei, aber so ist es halt und haben das dann auch vor mir getötet. Dann gab es Reis, Bohnen, Salat, also wirklich eine gute, große Speise. Und dort habe ich in einer Schule gelebt in Haiti, über ein Airbnb, mehr oder weniger als Zufall. Und habe auch versucht, dieser Schule dann aus der Armut rauszuhelfen. Ja, bin bis heute noch Partneronkel von einer dieser Schülerinnen, die lebt jetzt in Amerika. Das ist so ziemlich der Traum von allen Haitianern, nach Amerika auszuwandern und dort reich zu leben. Und auch sehr, sehr spannend. Die leben jetzt seit länger als ein Jahr in Amerika. Und die strugglen echt und vermissen Haiti. Also sie genießen schon den Reichtum, was die jetzt in Amerika haben. Aber sie vermissen auch die Heimat, wie einfach das ist. Weil, ja, ich sag mal, was für ziemlich typisch in diesen ärmeren Ländern ist, ist,
dass es dort eigentlich keine Miete gibt oder irgendwie oder Steuern oder sowas. Weil in diesen ärmeren Ländern, da lebt man halt, wie man lebt. In der Regel vererbt man Häuser oder da stehen irgendwelche leerstehenden Gebäude und die Leute ziehen dann da einfach ein. Und die haben dann keine Mietkosten, die haben keine Versicherungskosten, die haben gar keine Zwangskosten, die vom Staat auferzwungen wird, so wie die Versicherungspflicht in Deutschland zum Beispiel oder die Grundsteuer und solche Sachen. Und auch, wenn man dort ein Restaurant eröffnet oder sowas, nicht jeder Restaurantbesitzer zahlt Steuern. Und ja, ich denke, das finde ich auch nicht schlimm. Ja, so ist es halt in diesen ärmeren Ländern. Deswegen, das Leben ohne Geld dort ist auf jeden Fall hart und trocken. Also, was sie dort eigentlich immer essen, ist Gallo Pinto. Das ist Reis mit Bohnen. Und wirklich jeden Tag. Also ich habe dort 1,5 Monate eigentlich fast nur Reis, Bohnen und Hühnchen gegessen. Und am Anfang war es ein bisschen fad und trocken. Aber nach 2 Wochen habe ich mich voll dran gewöhnt. Ich habe es gar nicht vermisst, jetzt irgendwie Pizza oder Burger oder irgendwie sowas zu essen. Ja, weil das auch eine bemerkenswerte Grundsache vom Menschen, die Anpassungsfähigkeit. Also ich habe auch viele Bücher gelesen über das Nervensystem, unsere Überlebensstrategien. Und ja, das ist einer unserer Künste, die wir Menschen haben, uns bei allem anzupassen. Und genau, dementsprechend habe ich mich auch der deutschen Gesellschaft anpassen wollen, bin dann wieder zurück von meiner Asienreise, um mein Studium zu beginnen. Ich hatte schon die Zusage, Elektrotechnik, auf Fokus auf erneuerbare Energien. Und im Studium das hat mein Leben eigentlich geändert. Vor allem diese 2 Professoren. Also ich habe ein duales Studium gemacht. Das heißt, meine Professoren, das waren keine Professoren wie an der normalen Uni, die ihr Leben lang nur in der Schule und in der Uni verbracht haben. Die haben in der Regel gar keine Ahnung, wie die Wirtschaft wirklich funktioniert. Das sind keine aktiven Ingenieure oder sowas. Und im dualen Studium hast du aktive Ingenieure von Daimler, von wirklich großen Konzernen, die dich dann unterrichten. Und einer meiner Professoren war der Leiter vom Atomkraftwerk Ludwigsburg. Das wurde ja geschlossen jetzt vor 6, 7 Jahren. Und er hat eines der Reaktoren geleitet. Und im Fach Kraftwerkstechnik hieß es, haben wir alle Kraftwerksarten gelernt. Das heißt Kohlekraftwerk, Braunkohle, Erdwärme, Atomkraftwerke, wirklich alles einzeln. Und wir wurden auch zu jedem Kraftwerk in der Prüfung abgefragt. Und mein Professor war überraschenderweise ein Atomkraftbefürworter. Und für uns war das, ich werde es nie vergessen, wie wir in der Klasse darüber geredet haben, wie können die einen Atomkraftbefürworter einer Schulklasse in einem Unterricht für erneuerbare Energien zuwenden. Also wir haben das wirklich nicht verstanden, bis er uns dann mal ein bisschen aufgeklärt hat. Also gerade über die Atomkraft, es produziert ja an für sich kein CO2. Also natürlich produziert das auch CO2, aber das wird eher durch Wasser gekühlt. Aber ja, genau. Und dann hat er uns über Fukushima aufgeklärt, jetzt fällt mir gerade der andere Name nicht ein, wie die Medien lügen. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß, wie viele Leute sind in Atomkraftwerken in Fukushima gestorben? 0. Keiner. Die sind alle am Tsunami gestorben. Also kurz die Geschichte, Fukushima, in Japan kam ein riesen Tsunami und der Tsunami hat ein Atomkraftwerk zerstört. Das Einzige, wo Leute gestorben sind, ist an der Explosion vom Kühlhaus. Aber nicht am Atomkraftwerk, sondern das Kühlhaus ist weiter weg vom Reaktor. Und dort ist, ich glaube, 1 Person oder 2 Personen gestorben. Und was berichtet der Spiegel? 1000 Tote nach Atomkraftexplosion. Und bis heute ist jetzt die ganze Atomkraft so verrufen und so weiter. Und das hat mir das erstmal so ein bisschen, einen Schalter ein bisschen umgelegt. Und in Physik haben wir dann den Energieerhaltungssatz von Albert Einstein gelernt. Und unser Physikprofessor war nur so leicht kritisch. Aber ja, der Energieerhaltungssatz, man kann Energie weder erzeugen noch vernichten, man kann sie nur umwandeln. Und Wärme ist keine Energie. Wärme ist das Ergebnis von der Reibungskraft, praktisch ein Ergebnis. Und deswegen ist diese ganze Erderwärmung eigentlich von der Natur her nicht möglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir können keine Wärme produzieren. Die Erde kann sich nicht dauerhaft erwärmen.
Und dann das Fach Messtechnik. Ich hatte auch Messtechnik. Dort ging es vor allem um medizinische Tests. Auch interessant, es ist unmöglich, einen hundertprozentigen Test zu entwickeln. Also ja, bezüglich der Grippewelle und so weiter. Seit 2020, die ganzen Tests, die da durchgeführt werden, die Fehlerwahrscheinlichkeit ja, das ist so krass, wie die Fehlerwahrscheinlichkeit steigt mit jedem Menschen. Oder vor allem mit jedem ungebildeten oder nicht ausgebildeten Menschen bei so einem Test. Und wir wissen, seit der Grippewelle 2020 durfte gefühlt jeder Idiot dir dieses Nasendinger fast bis zur Hirnwand rammen. Und dass da Fehler in den Tests sind, das ist ja logisch. Aber natürlich, unsere Gesundheitsminister haben schön gepredigt, wie toll und wirksam der Test ist und auch danach die Schutz. Ich darf hier leider nicht alle Wörter sagen, weil der Algorithmus von YouTube erkennt es. Und genau. Das heißt, es waren schon mal drei verschiedene Professoren, die mir ein bisschen die Augen geöffnet haben. Und das Studium fiel mir auch sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Das ganze Thema Elektrotechnik, vor allem die ersten zwei Semester, da geht es eigentlich fast gar nicht um Energie- und Umwelttechnik, sondern wirklich nur um Strom und so weiter. Und da hatte ich echte Probleme und bin auch schon in den ersten zwei Semestern fast durchgefallen, habe es dann das dritte auch noch geschafft. Und dann war ich wirklich kurz vorm Burnout, weil ich wollte wirklich, wirklich, wirklich diese Prüfungen schaffen. Und das deutsche Niveau an den Universitäten ist ja sehr hoch und intensiv. Deshalb habe ich das dritte und vierte Semester wiederholt. Ich habe mich erstmal ein Jahr lang beurlauben lassen. Krankschreiben lassen wegen Depressionen und Burnout. Also, ja, meiner Meinung nach war das auch wirklich so. Und genau, in der Zeit bin ich dann nach Skandinavien gereist, mitten in die Pampa, nach Lappland. Da habe ich mich auch auf ein Abenteuer eingelassen, was ich niemals vergessen werde. Genau, wie gesagt, Norden von Schweden, mitten in Lappland, bis zu minus 32 Grad hatten wir. Der nächste Nachbar war, glaube ich, 80 Kilometer entfernt oder irgendwie sowas. Also, und dort leben mehr Rentiere wie Menschen. Und dort habe ich dann schon weiter über mein Studium nachgedacht, meine Bachelorarbeit bezüglich erneuerbare Energien. Da gibt es verschiedene Systeme, die ich dann versucht habe in Lappland, wo der Winter ja komplett dunkel ist, wo man 1 bis 2 Stunden Sonnenlicht hat. Deswegen im Winter sehr schwer Strom produzieren kann mit erneuerbaren Energien. Und das war die ganze Zeit in meinem Kopf während meinem Aufenthalt in Lappland. Und zeitgleich habe ich aber auch immer mehr Zweifel entwickelt bezüglich erneuerbarer Energien. Vor allem, wie erneuerbar sind erneuerbare Energien? Weil das ist definitiv ein falscher Begriff. Diese Energien sind nicht erneuerbar. Also Windkraft zum Beispiel. In der Prüfung hatten wir die Aufgabe zu berechnen, wie stark ist der Wind vor einer Windkraftanlage und danach. Und das sind 2 bis 3 km/h, wo der Wind langsamer wird. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einem klimatisierten Raum und stellt die Klimaanlage ein bisschen runter, dann wird es wärmer. Und auch hinter Windkraftanlagen ist es immer wärmer wie vor den Windkraftanlagen. Und wie gesagt, was ist erneuerbar? Wind ist nicht erneuerbar. Wenn man einmal den Wind wegnimmt, diese 2 bis 3 km/h, dann ist er nicht erneuerbar. Und diese Winde sind extrem wichtig, um zum Beispiel die Lüfte von den Meeresströmungen aufs Land zu bringen und die ganze Natur, auch die Sonne zum Beispiel. Sonne ist auch nicht erneuerbar. Ihr habt Photovoltaik, ihr habt Solarpanel, aber wenn die Strahlen einmal auf dieses Solarpanel strahlen und die Energie in Strom umwandeln, dann ist es weg. Dann ist praktisch die Wärme, die eigentlich dort wäre, wo das Solarpanel ist, unter dem Solarpanel sozusagen, ist dann weg. Dort ist dann keine Wärme mehr. Und die nächtliche Abkühlung und die tägliche Aufwärmung durch Sonne und Dunkelheit verursachen auch Winde. Ja, das heißt, ja, Sonne weg, Sonne weg. Da gibt es keine Erneuerung. Die Sonne wird nicht erneuert. Und so kann man das auf alle erneuerbaren Energien beziehen, auch die Erdwärme zum Beispiel, die bauen jetzt riesige, riesige Erdwärmekraftwerke in Afrika, wo die kilometerweit tief bohren. Und die bohren genauso tief wie zur Erdölgewinnung. Und diese Wärme, die da unten entsteht, in diesen Erdwärmelöchern, entsteht auch durch millionenlanger Zerfall von Kleinlebewesen. Und genauso entsteht auch Diesel.
auch der Zerfall von Mineralien, nur dass das in Form von Flüssigkeit geerntet wird und Erdwärme einfach nur in der Regel als Gas oder direkt als Wärme, also auch nicht erneuerbar. Und ja, das habe ich dann alles immer mehr rausgefunden und bin dann zurück. Ich muss kurz meine Notizen nochmal anschauen. Genau, dann bin ich zurückgegangen, habe wieder versucht, das dritte Semester zu machen und habe es dann aufgegeben. Also ja, warum ich genau aufgegeben habe, kann ich jetzt so spontan nicht sagen, aber ich denke, ein großer Einfluss waren auch meine Zweifel, wie erneuerbare Energien sind. Und durch meine ganzen Reisen und so weiter war das schon ein Wake-up-Call für mich. Und dann hatten wir das Jahr 2020. Es gibt ja After-Crisps und Before-Crisps, BC und AC. Jetzt kann man ja ihr wisst, welches Wort ich nicht sagen will. Da kam die große Grippewelle, die als Pandemie jetzt verkauft wurde. Und ich habe es total geglaubt. Ich habe dem ganzen System, den ganzen Nachrichten, alles, was in den Medien kam, habe ich geglaubt. Also wirklich, ich war ein richtiger Systemling, wie man sich das vorstellen kann. Und genau, Thema Vorstellung in meinem Kopf. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Medien so krass lügen. Das war einfach nicht in meinem Vorstellungsvermögen. Und es ist ziemlich interessant, wenn man sich mal einige Bücher liest über unser Gehirn, was wir glauben teilweise. Also ich war ja zum Beispiel im Long Neck Village in Thailand, wo diese Kulturen leben mit diesen mega langen Hälsen und den Metallringen drumherum und sowas, das Longneck Village. Oder auch in Haiti mit dem Thema Kannibalismus und China, die ganzen Heilkräuter, die essen ja dort Penisse und solche und so weiter. Was der Mensch glauben kann, das ist unglaublich. Oder ist die Erde flach oder nicht? Und wie sehr wir gesteuert werden. Also das fängt ganz, 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 ganz früh in der Schule, im Kindergarten fängt es schon an. Ja, dass wir demoralisiert werden, dass wir nicht mehr nach Moral leben, sondern wirklich nur noch nach Anleitung, sage ich mal, schwarz auf weiß, Arbeitsvertrag, dass wir erst gar nicht irgendwie auf die Idee kommen, eigene Ideen zu entwickeln und so weiter. Genau, und wie gesagt, ich habe vollkommen geglaubt alles und habe dann einen neuen Job bekommen. Überraschenderweise, ich habe mein Elektrotechnikstudium abgebrochen, aber ich habe trotzdem die Position bekommen, die für mich vorgesehen war. Sehr, sehr geil. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass ich diese Position gar nicht machen durfte. Ich habe dann als Ingenieur gearbeitet, obwohl in Deutschland das Gesetz gilt, Ingenieure müssen einen Ingenieurs-Bachelor haben, sonst bist du kein Ingenieur. Und es hat sich dann herauskristallisiert, aber trotzdem hatte ich den Job. Ich habe dann viel weniger Geld verdient, wie meine Arbeitskollegen, die dieselbe Arbeit gemacht haben. Aber ja, ich werde es niemals vergessen. Dann war das April, mein erster Arbeitstag, mein erster Arbeitsmonat. Ich sollte eingearbeitet werden, obwohl eigentlich schon mal Homeoffice-Gebot galt und so weiter. Ich bin wirklich in die Straßenbahn eingestiegen, habe die Tür mit dem Ellenbogen berührt, weil ich so Angst vor Viren hatte. Ich dachte, überall sind Viren. Wirklich. Deswegen, ich habe auch Maske mit Stolz getragen und ich dachte, das bringt wirklich was und so weiter. Und ja, dann sind mir so viele widersprüchliche Sachen aufgefallen, also gerade mit Masken und so weiter. Das Erste, was mir aufgefallen ist, waren die Supermarktmitarbeiter. Obwohl die ja der größten Gefahr ausgesetzt wurden, irgendwie waren die nie krank. Das fand ich so seltsam und da habe ich dann angefangen, da zu zweifeln und so weiter und habe dann extrem recherchiert. Wirklich 3 Monate lang, ich habe mir über RNA, DNA, ich habe mir da wirklich Vorlesungen von Universitäten, von der Uni Essen, hat ein Professor erklärt, was ist die RNA überhaupt zum Beispiel und alles drumherum. Also habe ich mir wirklich intensiv durchgelesen und ich habe diese Verschwörungstheoretiker neutral betrachtet. Im ersten Monat, ich sag mal so Januar, Februar 2020, da habe ich die Leute online angegriffen, weil ich gedacht habe, die bringen Leute in Gefahr, weil ich geglaubt habe, wenn man jemanden umarmt, kann man Leute töten. So glauben wahrscheinlich heute noch einige hier. Also ich denke, meine Zuschauer weniger. Und ja, für mich jetzt wieder zurückzudenken ist total lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, dann ging das 3-4 Monate und dann habe ich wirklich herausgefunden, das ist Quatsch. Gerade auch, was die Gesundheitsminister in den Nachrichten erzählen. Durch mein Wissen, was ich in Messtechnik gelernt habe im Studium,
wie so eine Fehlerwahrscheinlichkeit ist und auch das Viren. Also Bakterien sind sichtbar, Bakterien können wir mit dem Mikroskop sehen und Viren sind reine Rechnereien. Das ist reine Mathematik. Man kann Viren nicht sehen. Ob Viren existieren oder nicht, das weiß kein Mensch. Auch nicht die Wissenschaft. Also ich glaube an Viren, ich glaube, sie existieren, aber ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt irgendwelche Berichte lese, dieser Virus und diese Virusvariation von der Wissenschaft, die können das nicht wissen. Das sind wirklich nur Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Und die ganzen Zahlen, die in diese Wahrscheinlichkeitsrechnung reingehen, in die Statistiken, die werden extrem von den großen Konzernen, also sowas wie Huawei, Siemens, also die wirklich die Big-Tech-Firmen, die bestimmen die Messtechniken. Die Erderwärmung zum Beispiel, ich glaube irgendwie 40-50% der Messanlagen sind entlang der Autobahnen, damit man Zugang hat, weil das muss man beachten, wenn man etwas messen will, dann muss man da immer hingehen können. Deswegen kann man zum Beispiel mitten im tiefen Amazonas kann man nicht die Erderwärmung berechnen oder mitten in tiefen Alaska und so weiter, weil du musst erstmal eine Straße dorthin bauen und so weiter, einen Wald roden und schon allein den Wald zu roden verursacht ein kleines Mikroklima, wo der Wald gerodet ist und dort, wo der Wald nicht gerodet ist. Deswegen die ganze Messtechnik bezüglich der Erderwärmung, dass sie sich erwärmt, reine Spekulation. Also ja, die haben ja schon ich habe mal einen Zeitungsartikel gesehen von 1956, sowas, wo sie schon gesagt haben, die Niederlande wird es bald nicht mehr geben und ja, und so weiter. Ob die Erde sich jetzt wirklich erwärmt oder nicht, sage ich ganz klar, ich weiß es nicht. Ich dachte, ich merke, dass diese Winter in Deutschland aufhören. Aber dieser Winter war genauso, wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Immer Ende Januar habe ich Geburtstag, da hat es dann nochmal geschneit und Schnee gegeben. Und so wundervoll war es dieses Jahr auch. Ich war ja Mitte Januar bis Mitte Februar diesen Jahres in Deutschland. Wunderschöner Schnee. Und dann kommen wirklich Leute zu mir und sind dann erstaunt, dass es jetzt auf einmal schneit. Und dann ist auf einmal Schnee jetzt was, ein Ergebnis der Erderwärmung. Also wirklich, wirklich, wirklich viele widersprüchliche, paradoxe Sachen. Und ja, das ist dann auch der Grund gewesen, wo ich gedacht habe, ich muss hier weg. Einfach nur raus. Ich habe gemerkt, wie viel wir belogen werden. Und wie gesagt, die Vorstellungskraft hat es mir vorher nicht erlaubt. Und dann hat sie mir es erlaubt. Dann habe ich die Fähigkeit in meinem Kopf entwickelt, neutral an alles ranzugehen. Wirklich einfach mal nur die Seite anzuhören und die Seite anzuhören. Und das hat mich glücklich gemacht bis heute. Das war mein Klick. Jetzt schaffe ich es wirklich, in der Natur zu leben, mit der Natur. Und ich muss echt sagen, die letzten 2 bis 3 Jahre, ich bin alle paar Monate überwältigt von Glücksgefühlen, weil ich so froh bin, diesen Schritt gegangen zu sein aus dem System. Das ist wirklich so krass und ja, das war jetzt, sage ich mal, mein Werdegang. Jetzt möchte ich mal ein bisschen noch auf das Thema Leben ohne Geld eingehen, beziehungsweise Selbstversorgung oder mit wenig Budget, Low Budget und so weiter. Weil ich bin dann nach Portugal ausgewandert, beziehungsweise erstmal nach Österreich. Ich dachte, in Österreich ist alles besser, aber ja, dort, die sind genauso von den Lobbyisten geprägt wie fast alle Länder in Europa. Mein Ursprungsplan war, nach Georgien einfach in irgendeinen Wald zu fahren. Das war sehr naiv. Ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe mir erstmal für 6.000 Euro einen Campervan gekauft. Ich habe all mein Geld von all meinen Banken geholt, wirklich, weil ich wusste, die Agenda 2030, die kann man ja online einsehen, bundestag.de, dort könnt ihr das sehen. Und Biden hat darüber gesprochen, Merkel, das ist ja, wer das jetzt noch für eine Verschwörungstheorie hält, dem ist wahrscheinlich nicht mehr zu helfen. Und ich habe es ein bisschen zu extrem gesehen jetzt im Nachhinein, muss ich sagen. Aber dafür habe ich jetzt das geile Leben, muss ich sagen, was ich jetzt habe. Und auf jeden Fall bin ich dann nach Portugal ausgewandert. Ich hatte immer noch über 2.000 Euro im Monat und hatte keine Mietkosten mehr. Ich hatte nur für mein Auto Sprit. Ich bin extrem viel rumgereist. Ich habe mein Leben genossen. Ich war wirklich in ganz Portugal, von den Algarven bis in den Norden, habe überall gelebt. Das war so wunderschön. Und habe dann aber wieder mit dem Volunteering angefangen. Also ich habe Volunteering, das heißt Arbeiten nur gegen Essen und Unterkunft. Das heißt, du kriegst kein Geld.
ich hatte ja Geld, ich habe ja über 2000 Euro im Monat gehabt und habe dann aber trotzdem Volunteering gemacht in einem Eco-Village, angeblich im Eco-Village, in den Algarven. War das von einem Rastermann, von einem Deutschen. Ja, wieso der das Eco-Village nennt, verstehe ich nicht. Das war eine riesen Party-Community, was Geiles. Hätte ich es vorher gewusst, dann hätte ich mich darauf auch eingelassen. Habe dann da eine richtige Party-Community kennengelernt und ja, war ein bisschen too much für mich. Deswegen bin ich dann zu anderen Eco-Villages noch gegangen. Ich war insgesamt in, ich würde mal sagen, drei verschiedene Arten von Communities. Ich war einmal in einer Party-Community, ich war einmal in einer spirituellen Community, wo wirklich jeden Tag meditiert wird. Wir haben getanzt jeden Tag und dabei Mantras gesungen und so weiter. Da habe ich wirklich mich komplett auf das Thema Spiritualität eingelassen und war eine indische Community aus Indien, Ananda Marga nennt man die Bewegung. Sehr, sehr, sehr interessant. Aber für mich habe ich jetzt hier meinen Ort gefunden. Ich lebe jetzt hier seit 3 Jahren im nördlichen Zentralportugal und habe hier auch gevolunteert. Und ja, gleich auch ein Tipp für jeden, der auch so ein Leben haben will wie ich. Fangt mit Volunteering an. Finde ich den besten Einstieg in dieses autarke Leben, in diese Selbstversorgerleben, in dieses Leben mit der Natur, nicht von der Natur. Weil das Gute am Volunteering ist, erstens, man hat überhaupt Zugang zu den Communities. Weil, sagen wir mal, eine Community mit 20 Leuten kommen in der Regel nur rein, wenn du da Freunde hast und du kennst jemanden und so weiter. Oder, so wie es eigentlich fast genauso üblich ist, durch Volunteering. Also ich habe 1,5 Jahre hier gevolunteert, bis ich mein eigenes Stück Land gefunden habe und so weiter und das hier gekauft habe. Und gestern waren hier, ich habe ja hier eine kleine Party gemacht, waren hier 4 Volunteure und mittlerweile, es gibt eine riesen Flüchtlingswelle, würde ich behaupten. Also die ganzen Systemflüchtlinge, wie ich mich auch selber nennen würde, die versuchen gerade alle irgendwie raus aus den, gerade so die Länder Frankreich, Holland, England, Deutschland oder Deutsche, muss ich sagen, sehe ich hier fast gar keine. Das wundert mich auch nicht, weil die Holländer, Italiener und so weiter, ich denke mal, die sind schneller auferwacht wie die Deutschen. Und sehr viele kommen hier wirklich nur her, um Land zu finden, um autark zu leben. Das heißt, die arbeiten dann, die bewerben sich bei dir und sagen schon von Anfang an, hey, ich will mir in der Zukunft Land kaufen und möchte mal sehen, wie das Leben ist und so weiter. Und genau, für mich war das damals auch eine mega mutbedürftige Handlung, Aktivität, weil ja, ich habe in der Bürowelt gelebt. Ich habe vielleicht einmal in meinem Leben vorher eine Kreissäge benutzt. Meine mechanischen Skills war höchstens ein Bild aufhängen. Und dann kommst du hier und da sind Leute mit Kettensägen, alles aus Naturmaterialien, alle voll am Bauen und so weiter. Und da hatte ich echt Glück mit meinem Host, meiner Gastgeberin. Die war so ein geiler Mensch. Also wir haben Kartoffeln mit Pferden geerntet. Ich werde niemals vergessen, wie ich in meinem Auto morgens saß. Und dann kam, ich sage seinen Namen jetzt nicht, kam er angeritten auf sein Pferd. Und sein Pferd steckt einfach seinen ganzen Kopf in mein Auto rein. Das, ja, das sind solche Erinnerungen, die ich hier habe. Und das waren dann auch diese Momente, wo ich so riesen Glücksgefühle habe. Und ich wusste nicht, dass es so ein Leben gibt. Und so ein Leben gibt es in Deutschland auch fast nicht, sage ich mal. Also sehr gerne, falls es hier irgendjemand sieht, wo weiß, dass sowas in Deutschland gibt, lasst es mich gerne wissen. Weil in Deutschland hat man halt das Problem mit zum Beispiel Versicherungspflicht, Homeschooling ist illegal, Steuern, dann die Aufsichtsämter, die kontrollieren so krass, dass man fast nichts unterm Radar machen kann und so weiter. Deswegen halte ich es für ziemlich unmöglich, ein gesundes, schönes Leben mit der Natur in Deutschland zu führen. Oder in allen kapitalistischen Ländern, also der Europa und Amerika, China, ist ein gesundes Leben nicht mehr möglich. Das ist so vom Kapitalismus geprägt, dass es nicht mehr geht. Und auch die ganzen Ängste, was hier einen uns eintrichtern. Also gerade wenn es so um Fuchsbandwurm geht. Also, und das ist diese Ironie, so viele Menschen in Deutschland, die leben in einer verkehrten Welt in meinen Augen. Die denken wirklich, diese Industrieprodukte, denen kann man vertrauen und die Naturprodukte, die sind gefährlich. Also wie der Fuchsbandwurm, man soll ja keine Brombeeren pflücken oder Wildkräuter, da kann man sich einen Fuchsbandwurm einjagen. Also das ist, hier gibt es so viele Leute, die hier immer Wildkräuter sammeln. Ich habe das noch nie gehört und ihr müsst euch mal die Wahrscheinlichkeitsberechnung anschauen, wie wahrscheinlich es ist, einen Fuchsbandwurm zu bekommen.
Und selbst wenn, ein Fuchsbandwurm ist nichts Schlimmes, dann machst du halt eine Entgiftung, dann machst du eine Parasitenkur und schon ist er wieder weg. Also ja, und dieses Leben hier in der Natur, das liebe ich so sehr. Ich habe jetzt seit einem Jahr schon ein bisschen zu kämpfen oder jetzt ein Jahr und 5 Monate. Da, ich habe im November 22 mein allerletztes Gehalt bekommen. Und da muss ich auch sagen, dort hatte ich einen richtigen Tiefpunkt in meinem Leben. Ihr seht meine Zahnlücke, die ist dort entstanden. Ich hatte ein schönes, gerades Gebiss, habe mein letztes Gehalt bekommen im November. Und genau, dann war einmal der Punkt, dass ich über Weihnachten nach Deutschland gehen wollte. Und dann hat mein Hundesitter mir abgesagt und ich musste meinen Flug canceln und musste dann Weihnachten komplett alleine verbringen. Ich hoffe, ihr hört mich gut mit dem Wind. Und da hatte ich echt einen Tiefpunkt. Ich habe eine Zuckersucht entwickelt und im Januar, dann Anfang Januar, war mein Geld komplett weg. Das war das allererste Mal, wo ich kein Essen hatte und mir auch kein Essen leisten konnte. So wie der Wind. Und ja, ich bin dann damals zu einem Freund gegangen, so ein Punker, der schon seit Jahren ohne Geld lebt, beziehungsweise der hat auf der Straße gelebt. Und der hat mir dann Eier gegeben und hat mir ein bisschen geholfen. Und ja, ich habe da wirklich einen Tiefpunkt gehabt. Habe dann glücklicherweise ein paar Wochen später meinen Pensionsfonds von der Arbeit bekommen, das heißt mehrere tausend Euro. Und habe dann wirklich mit System gelebt. Also, dass ich mir ein System entwickle, dass ich mich selber versorgen kann, gerade um Essen und sowas. Habe dann auch Experimente gemacht, beziehungsweise im November 20 war es kein Experiment, da war ich wirklich pleite. Und jetzt will ich aber wirklich jedes Jahr im November, da wachsen am meisten Wildkräuter und Kastanien und so weiter, das Experiment machen, wie es ist, komplett ohne Geld zu leben. Und ja, ich habe das ja jetzt schon zweimal gemacht und es gibt einfach Sachen, auf die will ich nicht verzichten. Das ist Internet zum Beispiel. Ich liebe ja, YouTube zu schauen, YouTube-Videos und so weiter oder auch einfach mal nachzugoogeln, wie wächst diese Pflanze und wie wächst diese Pflanze. Das heißt, ich möchte meine Basics komplett kostenlos haben. Ich möchte ja, also Selbstversorgung machen. Und nebenbei möchte ich aber weiterhin Geld verdienen mit Sachen, die mir Spaß machen. Sei das hier in der Community für meine Freunde zu bauen. Wir bezahlen uns hier in der Regel 10 Euro die Stunde. Mindestlohn in Portugal ist, glaube ich, 7,60 Euro oder sowas. Das heißt, wir bezahlen uns selber überschnittlich gut. Und das würde ich liebend gerne machen. Ich biete hier immer allen Freunden an, kostenlos zu helfen, weil mir macht das wirklich Spaß hier. Wenn du mit 5 Leuten zusammen eine Wand von einem Haus baust, das macht richtig viel Spaß. Also wirklich, das ist wie Basteln für Kinder, wie Lego für Erwachsene. Das ist für mich eine Riesenbefreiung und da brauche ich auch kein Geld dafür. Weil wenn ich eins gelernt habe, ist, dass Geld nicht glücklich macht. Also die Grundbedürfnisse zu decken, ist, sage ich mal, eine kleine Grundvoraussetzung. Und wie man das aber macht, ob das mit Geld ist oder mit Selbstversorgung, sage ich mal, irrelevant. Aber die sollten auf jeden Fall gestillt sein. Das heißt, Essen, Trinken, Freunde und Familie, ja, solche Sachen. Die würde ich auch am Anfang noch, oder mache ich jetzt aktuell noch mit Geld auf jeden Fall. Mein Garten ist noch nicht groß genug, um mich selbst zu versorgen. Ich hoffe dieses Jahr, mich so 20% selbst zu versorgen. Aber wer sich selbst versorgen will, der braucht einen riesen Garten. Also das muss man nicht darf man nicht unterschätzen, weil man muss in einer Saison praktisch so viel anbauen wie für ein ganzes Jahr. Also im Winter braucht man Kartoffeln, das heißt, man muss überproduzieren. Und jeder Gärtner kennt es, das Klima ist so wechselhaft. Wir haben hier in Portugal jetzt nächste Woche Frost. Das kann einfach mal deine komplette Chili-Ernte für das ganze Jahr vernichten. Ja, was soll man sonst machen? Es verrotten lassen, da verschenkt man das lieber. Ich habe jetzt vorgestern mein ganzer Kräutergarten, den ich jetzt nächste Woche anlege, alles geschenkt. Ich war vorgestern bei einem Freund und da überwuchert alles. Und der hat mich darum gebeten, Robin, bitte nimm so viel du kannst. Also deswegen, ich muss da jetzt immer an so einen Kommentar denken, wo letztens jemand gesagt hat, kostenlos ist nichts, alles kostet irgendwann oder hat irgendwann mal was gekostet. Ich sehe das genau andersrum. Weil meiner Meinung nach war alles immer vom Ursprung her kostenlos. Es kommt aus der Natur, alles kommt aus einem Samen. Ob es irgendwie Plastik ist, selbst Plastik kam vor tausenden von Jahren mal durch einen Samen, der dann kompostiert ist,
Die Mineralien gehen dann in andere Pflanzen, es wird zu Sand, es sickert ab, es wird zu Erdöl, Erdöl wird zu Plastik gemacht. Alles kommt ursprünglich mal aus der Natur und kostenlos. Und dann kommt der Mensch, produziert daraus etwas und verlangt dann Geld. Und erst dann entstehen Kosten. Erst dann ist es nicht mehr kostenlos, was aber auch was Gutes ist. Also ich habe nichts gegen Geld. Ich denke, Geld ist was Gutes. Das ist im Prinzip ja einfach nur ein Tauschmittel. Also ich sehe keinen Unterschied darin, jetzt jemandem 10 Euro zu geben für Essen oder ihm 10 Axtstiele zu basteln oder sowas. Also Geld ist einfach nur ein Tauschmittel. Und ja, das Einzige, was bei Geld mittlerweile der Fall ist, ist die Gier. Die Gier nach Geld, die Gier nach Besitz ist, denke ich, auch was Menschliches, was Normales. Wir wollen im Wohlstand leben. Das beruht auch auf Angst. Wir wollen nicht leiden, wir wollen nicht hungern. Und deswegen bunkern wir und haben Geld auf unserem Sparkonto und so weiter. Und das kommt ja alles wirklich nur aus der Angst heraus, weil wir Angst haben zu leiden. Illegal oder halb illegal, also deswegen jetzt mal auf das Thema legal oder illegal, mal gucken, was der Algorithmus daraus macht, aber ich versuche es ein bisschen zu verstecken. Also in Portugal ist der Regelfall so, das sind in der Regel pauschal 5.000 Euro, die man dann als Strafe zahlen muss. Und das ist billiger, wie einen Architekten zu engagieren, Aufsichtsamt und das ganze bürokratische Geschehen. Das kostet ja auch viel Geld. Man muss den Architekten ja bezahlen und so weiter. Und deswegen machen es auch viele reiche Menschen. Die bauen sich illegal große Villen. Und ich denke, das ist auch nur in Portugal möglich. Also in anderen Ländern, in Deutschland, die reißen die ja ohne schlechtes Gewissen. Und deswegen nochmal Stichwort Demoralisierung. Ich mache nur meinen Job. Also jeder, ich hoffe, dass hier vielleicht auch ein paar Leute vom Steueramt, Finanzamt und Bauaufsichtsbehörden zuschauen. Drückt doch einfach mal ein Auge zu oder drückt einfach beide Augen zu. Ihr verliert nicht euren Job, wenn ihr was nicht gesehen habt. Und so sind die Portugiesen hier von Grund auf. Also auch die Polizei oder das GNR nennt man das. Das ist so halb Militär, halb Polizei. Die sind so herzlich hier. Die arbeiten wirklich nach Moral. Die leben nach Moral. Nicht wie in Deutschland. Ich mache nur meinen Job. Ich halte mich an die Gesetze. Mein Einstieg nach Portugal. Es war der große Lockdown. Portugal hat alle Grenzen geschlossen, wirklich Steinbarrikaden davor gemacht und nur zwei Grenzen waren offen und nur Einheimische durften nach Portugal und Leute mit einem Arbeitsauftrag. Ich hatte nichts von beiden. Ich habe einen Schweizer Obdachlosen mitgenommen und wollte mit dem über die Grenze. Erster Versuch nicht funktioniert. Wir hatten keine Papiere, wir durften nicht rein. Dann habe ich mit ihm an der spanischen Grenze gezeltet. Nächster Morgen an der Tankstelle wollte ich einfach mal so frühstücken und so weiter. Und dann sehe ich dort zwei Polizisten, spanische Polizisten, ohne Maske, am Wein trinken, 10 Uhr morgens. Also Alkoholverbot gilt ja auch bei denen. Und da habe ich gedacht, oh cool, mit denen rede ich mal und frage die mal, ob die wissen, wie ich illegal nach Portugal komme. Und die haben mir dann eine Grenze empfohlen, eine ganz kleine, die nur von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens auf hatte. Und dort bin ich hingefahren, dann ohne den Obdachlosen alleine und habe es versucht. Und ja, ich habe dann mit dem Polizisten geredet. Mir ist gleich aufgefallen, weil das so eine kleine Grenze war in einem Dorf. Der ist viel persönlicher und war gar nicht so, so Stock im Arsch mäßig. Und ich habe kein Portugiesisch gekonnt, habe dann auf Spanisch ihm erzählt, dass ich meine Freundin und ihre Familie besuchen will. Also habe ein bisschen geflunkert und er hat dann nur Familie verstanden. Da hat er nur gesagt, Familia, Familia. Ah, okay. Da hat er mich durchgewunken. Und das war, da hat mich ein Polizist illegal nach Portugal gelassen. Und ich bin mir sehr sicher, er arbeitet immer noch und hat nicht seinen Job verloren. Deswegen alle Polizisten, falls hier jemand zuschaut, bitte seid moralisch. Bitte hört auf, die Leute einfach sinnlos zu kontrollieren. Auch wenn sie illegale Substanzen mit sich haben. Warum habt ihr den Drang danach, diese überhaupt zu kontrollieren, wenn ihr nicht verpflichtet seid, sie zu kontrollieren? Ich verstehe das wirklich nicht. Also ja, deswegen die Polizei in Deutschland habe ich schon eine ziemliche Abneigung gegenüber. Und ja, und das war meine erste Erfahrung hier. Und es gibt auch viele spannende Interviews in YouTube, wo der Präsident von der Feuerwehr und der Polizei interviewt werden. Ich war vor 1,5 Jahren bei einer Rede vom Bürgermeister hier da und wir waren 4 aus der Community
weil durch dieses ganze Lithium, durch die Photovoltaikanlagen, sind große Firmen jetzt auf Portugal aufmerksam geworden, weil Portugal ist das Land mit den meisten Lithiumvorkommen in Europa. Und jetzt haben die hier Millionen an Hektar schon verkauft an diese Firma und die wollen hier ein bisschen weiter nördlich von uns jetzt im großen Stil Lithium-Mining durchführen. Und dann waren wir vor dem Bürgermeister und den ganzen Politikern und haben da wirklich, nicht ich, sondern eine Freundin, eine Ansprache gemacht. Und der Bürgermeister hat was sehr, sehr Interessantes gesagt, weil die lieben ja hier auch diese Kultur, diese Weinkultur. Hier, die bauen ja hier alle Wein an und sowas. Und wenn dann hier jemand Lithium meint, dann werden die Weinfelder zerstört. Und dieser Bürgermeister hat uns dann vollkommen recht gegeben, hat gesagt, wir wollen euch helfen, wir wollen diese Projekte unterstützen. Aber wenn Lissabon, also die Hauptstadt von Portugal, damit meint er das Government, hat er gesagt, wenn die etwas entscheiden, können wir nichts machen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass auch Bürgermeister, also politische Positionen im Prinzip nichts zu sagen haben, wenn von der Regierung oben, also von WEF, WHO, von diesen ganzen kapitalistischen Organisationen oder von der EU der Auftrag kommt, wir wollen die Welt retten durch Lithium. Jetzt erntet mal einen ganzen Berg ab und vernichtet 100 Kilometer Wald. Wenn so ein Auftrag nach Portugal kommt, dann können die Bürgermeister machen, was sie wollen. Die haben keine Macht. Aber die Polizei, das Militär und die Feuerwehr, die haben die Macht. Und wer sich mit der Geschichte von Portugal auskennt, das war bis 1983, meine ich, sowas, 84, eine Diktatur. Und das Militär hat damals die Revolution in die Wege geleitet. Also ich kriege jetzt gerade auch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das Militär hat über das Radio angekündigt, einen bestimmten Song abzuspielen. Und dieser Song ist das Startzeichen für die Revolution. Das heißt, das Militär, denen wurde dann geheim im Hintergrund gesagt, wenn dieses Lied kommt, sollen die Soldaten Rosen, Blumen in die Gewehre reinsetzen und das Gewehr einfach nur hinstellen. Und dann kam der gesagte Song und ganz Portugal, das GNR, das Militär, hat sich hingestellt und Blumen in die Waffen gemacht und hat dann somit die Revolution eingeleitet. Und wie gesagt, 1983, dort gibt es noch viele Menschen, die leben. Und deswegen ist dieser Spirit immer noch hier in Portugal mit dem GNR. Die kommen mindestens 3-4 Mal zu uns in die Community. Die wissen, wie wir die Häuser hier bauen. Und die lassen das, weil die finden es gut, was wir hier machen. Die wollen uns unterstützen. Und ja, deswegen ist hier, meine ich, ein ganz anderer Spirit wie in vielen anderen Ländern in Europa. Hier will ich aber auch betonen, Portugal ist jetzt nicht das Land Nummer eins. Ich war jetzt auch in Slowenien zum Beispiel bei einem Freund, der hat sich dort Land gekauft und habe dort das Leben auch so ein bisschen mitbekommen. Und ich vermute echt, dass es in fast allen ärmeren Ländern so ist. Ah, ich kriege schon Akkuwarnung, mein Akku ist bald leer. Deswegen, falls auch ihr die Idee habt, auszuwandern, auszusteigen oder sowas, fokussiert euch jetzt nicht nur auf Portugal. Also schaut euch sehr gerne Portugal an und so weiter. Aber wenn ihr schon mal in Ungarn wart oder in Paraguay oder in Laos, also egal wo auf der Welt, und ihr findet dort schön und könnt euch vorstellen, dort zu leben, dann geht dorthin. Was ich für mich festgestellt habe, muss ich sagen, ich habe jetzt schon meine Wohnsitze in Norwegen gehabt. Ich habe in Nicaragua ziemlich lange gelebt. Ich habe ganz vielen wunderschönen Orten gelebt. Und selbst in Nicaragua, wo ich da an so einem wunderschönen Strand gelebt habe und so weiter. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Nach 1-2 Monaten ist selbst der schönste Ort der Welt für uns Standard. Wir haben dann unseren Kopf, gucken auf den Boden, sind in unseren Gedanken vertieft und sehen den wunderschönen Strand gar nicht mehr. Deswegen habe ich für mich selber die Erfahrung gemacht, dass die Menschen das Schöne sind. Also wirklich die Freunde, die Leute, die leben, dass man wirklich Gleichgesinnte findet. Deswegen sucht vielleicht nicht nach dem schönsten Ort, den ihr findet, sondern sucht nach den schönsten Menschen. Sucht nach Communities, guckt, ob das für euch was ist. Also ja, dem einen oder anderen gefallen Communities, mein Ding ist es nicht, weil da muss man viel Privatsphäre für aufgeben, wo ich nicht bereit für bin. Ich will meine Privatsphäre haben, ich will in Zukunft meine eigene kleine Familie haben, mit der machen, was ich will und auf keine Essenszeiten angewiesen sein. Oder ja, das sind lauter so ganz, ganz kleine Sachen, die einen wirklich, wirklich, wirklich auf den Geist gehen nach einer Zeit. Also was sind das für Sachen? So Kaffee ist leer, Küche total dreckig oder du willst kochen und jemand anderes kocht. Also
Das sind wirklich so Kleinigkeiten und die gehen einem wirklich auf den Zeiger nach Jahren. Am Anfang scheint, wird das wahrscheinlich für die meisten gar kein Problem sein, aber ich lebe jetzt schon seit 3 Jahren in Communities und ja, ich habe bewusst mir mein eigenes Land jetzt hier zugelegt. Und ja, jetzt haben wir schon 1 Stunde voll. Ich möchte jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie es jetzt hier noch weitergeht, weil ich bin kurz davor, 1000 Follower zu erreichen. Also das heißt jetzt noch nicht, dass ich damit Geld verdienen werde. Ich brauche noch 5000 Watch-Hours. Und ja, mich freut es extrem, hier jetzt wirklich tief in Kontakt mit euch zu sein. Das muss ich echt sagen. Ich schreibe ja auch mit dem einen oder anderen in Instagram. Ich habe meinen ersten Kanalmitglied. Ich sehe, du bist auch schon hier und hast ein Smiley hinterlassen. Und für mich ist es extrem geil, mit euch zu kommunizieren, muss ich echt sagen.